Mit Far Cry New Dawn schickt uns Ubisoft in die Postapokalypse. Dabei streifen wir aber nicht nur durch die kunterbunten Überreste von Hope County in Montana. Denn durch die sogenannten Expeditionen dürfen wir auch außerhalb der Open World Endzeitluft schnuppern. Bei der großen Neuerung von New Dawn handelt es sich um eine Reihe kürzerer Missionen verschiedener Schwierigkeitsgrade, die wir in unserer Heimatbasis Prosperity starten. Maybe take a stroll on the beach after we rip them off? No, just a joke. The highwaymen would be pissed off and we need to get the fuck out of there quick. Per Hubschrauber reisen wir dann an die verschiedensten Orte in den USA und erledigen Aufträge in separaten Levels. Sending you the pickup spot. Once you start moving, the highwaymen will be looking for you, so move fast. So begeben wir uns beispielsweise nach Louisiana und kämpfen uns durch einen verlassenen Freizeitpark. Hey, stay alert! Someone's taking our stuff! Oder wir infiltrieren einen alten Flugzeugträger in Florida, den unsere Hauptfeinde, die Highwaymen, in eine Basis umfunktioniert haben. Unser Auftrag? Wir müssen ein Paket finden, es einsacken und an einen Abholort bringen. Wo das Paket ist, wissen wir dank eines Rauchsignals nur ungefähr. Und dank etlicher Highwaymen, die durch die Gegend patrouillieren, müssen wir uns unsere nächsten Schritte wohl überlegen. Hier bewegen wir uns am besten schleichend zum Ziel und schalten unsere Feinde lautlos aus. Fliegt die Tarnung nämlich erstmal auf, dann haben wir unendlich nachspawnende Feinde im Nacken, mit denen wir erstmal fertig werden müssen. Insbesondere auf den höheren Schwierigkeitsgraden können Expeditionen also wesentlich knackiger ausfallen als herkömmliche Missionen in Hope County. Sie abzuschließen lohnt sich aber. Am Ende winken nämlich wertvolle Ressourcen, die wir zum Craften unserer Waffen und zum Ausbau unserer Basis benötigen. Rein spielerisch bleiben die Expeditionen aber der typischen Far Cry-Formel treu. Far Cry New Dawn soll für PC, PS4 und Xbox One am 15. Februar erscheinen. Mehr zur Kampagne von Far Cry New Dawn und was im Vergleich zu Far Cry 5 gleich geblieben ist, seht ihr in unserem Preview-Video.